Wir haben hier das neue Cannondale Super 6 Evo, sicher einer der interessantesten Rahmen für 2012. Komplette Neuentwicklung von Peter Denk. Die wichtigsten Fakten zu dem Rahmen: er soll 700 Gramm wiegen. Die Entwicklungsziele, die Cannondale nennt, waren Steifigkeit, Komfort und Sicherheit. Sehr interessant bei dem Rahmengewicht, dass Peter Denk auch von Sicherheit redet. Wichtiger Fakt bei Carbon, wichtiges Thema. Wenn man das Rad fährt, wir konnten schon damit fahren, ist sicher sehr interessant, dass der Rahmen wirklich auch sehr komfortabel sich fährt, sehr angenehm. Das war Cannondale auch wichtig. Unter anderem bringt die Sattelstütze und der Hinterbau bringen vertikale Nachgiebigkeit, also Komfort, und wichtige Entwicklungsneuerung: die Gabel wächst nicht mehr auf 1,5 Zoll, sondern nur auf 1/4 Zoll an. Dadurch kann sie mehr nachgeben, mehr Vibrationsdämpfung bieten, sehr wichtig, deutlich spürbar. Weitere interessante Facts zu dem Rahmen: dass natürlich alle Züge innen integriert sind. Man kann auch eine elektronische Schaltung, eine DI2-Schaltung montieren. Auch sehr interessant, dass Cannondale ganz bewusst sagt, sie bauen keinen Aero-Rahmen, sondern Steifigkeit und Leichtbau und Komfort sind deutlich wichtigere Entwicklungsziele. Und die Aerodynamik ist eigentlich zu vernachlässigen, vor allem dadurch, dass die Front des Rahmens ohnehin jetzt wieder schmaler wurde. Durch das geringere Gabelschaftmaß ist die Aerodynamik auch von diesem Rahmen laut Cannondale ohnehin verbessert. Ein sehr, sehr gutes Rad. Wir konnten es, wie gesagt, bereits fahren. Es ist extrem schnell und dabei extrem angenehm und durch die bewährte Cannondale-Geometrie auch extrem gut im Handling.